Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Sonntagsausgabe, Quatsch, Samstagsausgabe, zur Vormittagsausgabe am Samstag. Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, 4 von Map ohne Gräben 1-7. Und ja, wir sind immer noch dabei, hier die letzten drei Felder anzusehen. Feld 8, Feld 9 und Feld 12. Ich hab richtig im Urin gehabt, dass er hier wieder Ärger macht. Ja, ich weiß. Hätte die Zwillingsbereifung unternehmen sollen. Braucht ihr mir nicht, da weiß ich doch alles inzwischen schon. Aber trotzdem danke für eure Kommentare. Ich hätte ja auch zwischendurch einfach mal eben in die Werkstatt fahren können und den umkonfigurieren. Habe ich aber nicht. Und daher muss ich jetzt damit leben. Ist so. Komme ich mit klar. So, Abfahrer einstellen. So. Unser Optum, der macht die Arbeit echt gut. Da funktioniert das blendend. Er hier. Er ist alleine auf Feld 12. Und macht das echt gut. Ihr seht, Feld 8, 9 und 12. Die müssen noch... Die müssen noch angesät werden und dann sind wir fertig damit. Ja, den können wir eigentlich auch mal Richtung Feld 12 holen. Das sind ja die neuen Absetzrahmen, die ich jetzt verwende. Überladewagen, also Absetzrahmen als Überladewagen für Saatgut. Empfehlung aus der Community von Walter, vielen Dank dafür. Er fährt sich hier wieder ein Wolf. Ich stelle ihn einfach mal hier hin, mach Motor aus und spring mal in den Cerion gleich rein, um ihn zu retten. Yep. Okay, was macht er jetzt? Mann, das ist doch nicht so schwer. Okay. So, er da hoch will, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn. Aber er wird seine Gründe gehabt haben, warum er da hin will. Guck mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Da müssen wir lang. Und es geht weiter. Ja, es läuft nicht so schlecht. Es könnte, naja, ich will nichts sagen. Ich will jetzt nicht sagen, es könnte schlechter laufen. Dann läuft es nämlich auch schlechter. Nee. Alles gut. So, hier ist Lilly wieder davor. Mhm. Wartet eben. So. Ja, danke. War das hier nicht? Brauchten die nicht noch Gras? Irgendwas war da doch noch. Achso, ne. Das haben sie. Okay. Stroh brauchen sie. Ja, da können wir schon mal einen Strohballen reinschmeißen. Jetzt nicht die Welt. Aber besser als gar nichts. Die brauchen dann noch
Mischration. Ja, schon mal. Habe ich jetzt die Kuh platt gefahren oder was war das? Ballentechniksammlung. Nö, Weizen will ich nicht. Mischration. So, eben einmal in Xerion reinspringen. Da fährt er. Mal schauen, wie es damit aussieht. Sind die falschen Fahrzeuge hier fürs Aussehen? Hätte man einfach nur meine Aktion nehmen sollen. Oder so. Das wird gut. Spielerei, Spielerei, Spielerei. Und der Case, der zieht da schön seine Runden. Lässt sich nicht ärgern. Arbeit einfach. Ja, sieht aber doch sonst soweit ganz gut aus. Oder? So rum. Wo er dann von selber wieder Probleme kriegt. Und was dann gleich selber. Stroh, die brauchen Stroh, die brauchen alles.
Da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Warum er manche Kurven so berechnet und manche anders. Immer im Blick behalten. Das wollen wir nicht. Ja, wir fahren hier so vor uns her. Da vorne kriegt er gleich wieder Probleme, deshalb übernehmen wir direkt sofort. Das ist jetzt auch die letzte Runde Vorgewende. Dann ist er da durch. Was ja schon ganz cool ist. Der Case hat gleich keinen. Hat gleich keinen Saatgut mehr. Wieso pflanze ich hier eigentlich Weizen an? Ich Idiot. Wollte doch Raps. Naja, egal. Vergessen umzustellen. Mann. Idiot. Nein. Nicht den. Passenden Wegpunkt. Welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Hallo? Oh. Fertig. Ich jetzt mal den Optum auffüllen. Der macht seine Arbeit echt gut. Kollege, hochachten. Na, das mit dem Dünger müsste eigentlich auch noch frei. Voll machen. Das ist zwar das Düngerfach, aber macht nichts. Oh, guck mal, wie weit der hier schon ist. Das ist der Hammer. Welch gute Arbeit. Respekt. Ich habe so das gute Gefühl und ich hatte recht.
gleich, wenn er, Entschuldigung, wenn er das Vorgewende hinter sich hat, dann springt er ja in die Bahn. Ist ja auch cool. Ist jetzt mal wieder in den Xerion. Ja, der Xerion fährt. Was gut ist. So, bei ihm müssen wir wieder aufpassen. Ah, wobei, die Kurve kriegt er ja. Das wissen wir ja schon. Aber die nächste kriegt er nicht. Müssen wir nochmal eingreifen. Dann können wir uns auch weiter um die Viecher kümmern. Ja, gut, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like, ein Abo, besucht mich bei Facebook, besucht meine Homepage. Schaltet vor allem nachher wieder rein bei der Nachmittagsausgabe heute am Samstag. Und ganz wichtig, heute Abend kein Livestream von mir. Also weder im eigenen Spiel noch bei Fate. Ich weiß nicht, ob Fate heute streamt. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich selber habe aber keine Zeit. Und dieses Wochenende gibt es von mir keine Livestreams. Und nächstes Wochenende wird es leider auch keine Livestreams geben. Weil ich auch keine Zeit habe. Aber ja, meine Let's Plays natürlich ganz normal. In diesem Sinne sage ich mal, ciao.